Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Design am Start und heute mit einer neuen Serie. 5 Tipps und Tricks, die du vielleicht noch nicht kanntest, Teil 1. Vorerst, falls du noch Leute zum Zocken suchst, sei es auf der PS4 oder Xbox, Tipps und Tricks rund um Red Dead brauchst, check doch mal die Red Dead Gruppe, Link gibt's unten in der Videobeschreibung. Und los geht's. Kommen wir doch gleich zum ersten Trick, der AFK-Trick. Du möchtest länger als 15 Minuten AFK sein, ohne aus der Lobby zu fliegen? Ganz easy. Begib dich zu einem x-beliebigen Laden, dort einmal reingehen, nach vorne hin zum Händler und hier wählst du einmal Katalog durch Blättern aus. Sobald dein Charakter den Katalog geöffnet hat, kannst du jetzt schon weggehen und wirst nicht mehr aus der Lobby rausfliegen. Das Ganze hält sogar stundenlang an. Du wirst nicht aus der Lobby rausfliegen. Und los geht's mit dem nächsten Trick. Du möchtest nur kurz AFK sein, jedoch möchtest du gerne passiv sein, ohne dass dich andere Spieler töten können? Ganz easy, begib dich zu irgendeiner fremden Mission. Dafür öffnest du einmal deine Karte und wählst eine von diesen ganzen fremden Personen aus. Begibst du dich in die Nähe einer fremden Person, wirst du feststellen, dass alle Leute um dich herum plötzlich passiv werden. Jetzt kannst du AFK sein, ohne dass dich irgendeiner angreifen kann. Und los geht's mit dem nächsten Trick. Du möchtest gerne die Schnellreisekosten sparen? Ganz easy. Du drückst einmal die Optionstaste, gehst auf Fortschritt und dann auf Story-Mission. Jetzt hast du die Möglichkeit, mit jeder Story-Mission dich zu einem bestimmten Punkt hin zu teleportieren. Dafür musst du einfach die Mission wiederholen und sobald du im Hauptmenü angekommen bist, kannst du diese wieder verlassen. Und wohin dich welche Mission teleportiert, zeige ich dir jetzt mit dieser Karte. Diese Karte werde ich dir noch zusätzlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Und weiter geht's mit dem nächsten Trick. Du hast gerade einen Feind, der immer wieder im Busch hockt und dich killt. Du kannst ihn nicht auto-aimen, er kann dich jedoch anvisieren und töten. Ganz easy, wähl die Dead-Eye-Fähigkeitskarte Paint It Black aus. Hast du jetzt die Dead-Eye-Fähigkeitskarte aktiv, musst du nur mit deiner Waffe Richtung Busch zielen, Dead-Eye aktivieren und dich von links nach rechts bewegen. Jetzt wirst du feststellen, kannst du deinen Gegner markieren, daraufhin drückst du einmal die Schusstaste und du wirst pro Markierung einen Schuss abfeuern. Daraufhin kannst du ganz easy deinen Gegner killen und die Sache ist gegessen. Weiter geht's zum letzten Trick. Du hast einen Feind, der etwas weiter weg ist. Diesen kannst du nicht auto-aimen, jedoch gibt es eine Möglichkeit, trotzdem deinen Gegner zu markieren und zu killen. Dort kommen wir wieder zur Fähigkeitskarte Paint It Black. Hier zeige ich euch eine Situation, wo ich mehrere Gegner hatte. Diese waren außerhalb meines Auto-Aim-Bereichs. Ich aktiviere mein Dead-Eye, habe jetzt die Möglichkeit, diesen zu markieren und ihn ganz easy zu killen. So Leute, das waren die ersten 5 Tipps und Tricks. Ich hoffe doch, dass ihr einige der Sachen nicht kanntet. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. In diesem Sinne, falls ich euch weiterhelfen konnte, lasst es mich doch wissen in Form eines Kommis, Likes oder Abos. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Design.